Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Heute ist ein richtig grauer, nebliger, düsterer Tag. So nasskalt, so richtig eklig. Ich habe zwar heute Morgen die Haare gekämmt, aber ich habe jetzt ein Spänkchen hier oben drin wegen dem kleinen Pony, den ich habe. Der sieht unmöglich aus. Es sträubt sich alles, aber das ist einfach nicht das Wetter für meine Haare. Diese Kälte, das Nasse, das funktioniert einfach nicht. Ja, ich habe mir einiges im Haushalt heute vorgenommen, wollte euch aber jetzt mal kurz ein paar Sachen zeigen, weil ich einfach sonst nicht mehr dazu komme, beziehungsweise ein paar Sachen habe ich schon ausgepackt, die will ich euch aber endlich zeigen und ein paar Sachen muss ich auch mal endlich auspacken, weil ich irgendwie nie dazu gekommen bin. Viel im Haushalt, viel, was ich mir vorgenommen habe, jetzt nicht nur normaler Haushalt, sondern auch so außenrum ein paar Sachen. Und irgendwie diese Dauererkältung, mal mehr, mal weniger. Aber jetzt tun mir schon wieder die Lymphknoten weh und ich kriege dauernd Kopfschmerzen. Das geht mir so auf den Keks. Man ist einfach nicht richtig so, dass man nichts tun kann, aber auch nicht so richtig fit und voller Elan, wisst ihr? Kennt ihr bestimmt, wenn man was tun will und man ist so richtig, boah, jetzt tue ich was. Und es gibt so Tage, da tut man was und so, ja, jetzt könnte ich mich mal kurz wieder hinsetzen. Dann sitzt du eine halbe Stunde. Ja, es ist furchtbar momentan. Egal. Wir gucken uns jetzt die Sachen an und als erstes zeige ich euch, was ich bei Lidl mitgenommen habe, von Essen jetzt mal abgesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich es abgedreht habe, was ich bei Lidl gekauft habe, weil es tatsächlich nicht viel war. Ich habe Macadamia-Nüsse, meine gerösteten, gesalzenen Macadamia-Nüsse geholt und ich glaube, das war's. Deswegen habe ich es euch auch nicht gezeigt. Ich glaube, mehr habe ich gar nicht mitgenommen. Und eben Weihnachtsdeko. Und zwar habe ich mir so ein LED-Baum hier mitgenommen. Also das ist jetzt keine Lichterkette, die man so an die Wände macht in Baumform. Das ist ja auch gerade voll der Trend. Sondern das ist so ein einer, der mit Erdspießen gesteckt wird. Na, hier kann man es erkennen, hoffe ich. Da unten. Jetzt müsstet ihr es erkennen können. Und der soll so 2,20 Meter hoch sein bis zur Sternspitze und so circa 3,20 Meter im Durchmesser. Also ich denke mal so um die 3 Meter, wenn man es auf Spannung setzt, wird er schon haben. Ja, und ich überlege noch, wo ich ihn hinmache. Also entweder hier irgendwo im Garten oder doch vorne ins Hochbeet. Weil ich habe ja jetzt keinen großen Vorgarten. Das geben ja die Grundstücke heutzutage eigentlich, so die normalen Grundstücke, einfach kaum noch her. Ich habe vorne meine Einfahrt vor der Tür, weil unser Haushalt nun mal so gestellt ist, dass ich halt die Einfahrt an der Tür habe und habe dann vorne noch das Hochbeet. Das ist okay. Aber da ist jetzt nicht so viel mit kreativer Weihnachtsdeko. Im Moment zumindest. Wir überlegen irgendwann noch ein Vordach zu machen, wissen aber noch nicht so genau was und wie und sind noch am Überlegen. Probleme haben wir da nicht. Wir können ja alles machen, weil wir ja das zur Seite hin haben und nicht zur Straße hin, dass man diese 3-Meter-Grenze zur Straße hin knackt. Das ist ja nicht der Fall. Also wir können da im Prinzip machen, wie wir wollen. Bloß wissen wir noch nicht so genau. Wissen wir noch nicht so genau. Na, auf jeden Fall habe ich gedacht, vielleicht tue ich den ins Hochbeet. Wobei ich da ein Unkrautvlies drin habe. Aber das ist auch schon teils verrottet. Also es ist egal, ob ich da Löcher reinmache. Ist eigentlich egal. Ja, muss ich mal gucken, ob das da reinpasst. Wäre aber für vorne eine schöne Deko an der Straße. So. Weil ich denke halt immer auch so ein bisschen an die Straße vorne. Viele ziehen ja einfach nur ihre schwarzen Zäune am ganzen Weg entlang. Und ich finde das so hässlich. Ich finde das so furchtbar. Wir haben halt hier auch ein Seniorenheim. Und hier gehen die Senioren spazieren. Und ich finde einfach, im Wohngebiet sollte drauf gucken, dass es nach außen hin auch ein bisschen freundlich aussieht. Und ganz viele mit ihren nur schwarzen Zäunen. Ich finde das so furchtbar. Da war es in Frankfurt schöner in unserem Wohngebiet, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das gab es da nicht. Es war nicht erlaubt. Das fand ich auch gut. Ja, also, aber es gibt auch genug, die es grün machen und wir haben ja die Hecke und das Hochbeet und da kann ich jetzt nicht so viel kreative Deko machen, aber so eine kleine Beleuchtung und so ein bisschen was versuche ich halt schon zu machen. Ja, finde es halt auch schön, wenn dann die Senioren spazieren gehen und die Kinder da sind, dass einfach, ja, ein bisschen was ist, ne? Okay, das war das. Dann habe ich schon ausgepackt für Hannah ein Faultier. Hannah hat ja bald Geburtstag und es ist dieses Jahr echt schwierig mit den Geschenken, weil die Kinder eigentlich gar nicht wissen, was sie sich so wünschen sollen. Die haben halt alles. Und wenn es Wünsche sind, dann sind sie so eher utopisch wie ich wünsche mir eine Ziege, ein Schaf, ein Pony, sowas, ne? Ja, Barbie und Playmobil würden natürlich auch immer gehen, aber Barbie, das Haus benutzen sie kaum. Wir haben das jetzt runtergestellt und werden es vielleicht auch gar nicht behalten. Ich gucke, ob sie es noch benutzen und wenn nicht, kommt es weg. Sie spielen mit Barbie jetzt immer hier unten in dem Tippizelt. Und Playmobil habe ich aber auch gesagt, große Häuser gibt es nicht mehr, wir haben so viel, du musst ja mal gucken, wo du das hinstellst noch, dass du auch noch irgendwie drumherum putzen kannst, ne? Und im Moment haben sie da einfach genug. Genau, und Hannah hat sich ein Faultier gewünscht, so ein rosanes eigentlich, wie Annabelle sich im Urlaub gekauft hat, so eins habe ich hier tatsächlich aber nicht gefunden, wir haben es ja damals in dem Wildpark gekauft, in der Lüneburger Heide oben, und so eins habe ich jetzt nicht gefunden. Und dann habe ich sie so ein bisschen gelenkt auf ein großes Faultier. Wie cool wäre wohl ein großes Faultier?
Und für sie ist das ja schon recht groß. Ne? Also für mich ist es auch groß. Aber für sie ist das eigentlich, gerade weil es auch super weich ist, sehr, sehr schön, um drauf zu schlafen. Das macht sie nämlich sehr, sehr gerne. Ja, es hat jetzt keine Stoffaugen, es hat richtige Glubschaugen, aber sie schläft dann sowieso hier und das passt. Genau, das hat jetzt, das kostet normal 49, um die 50 Euro bei Amazon und als ich es bestellt habe, war es auf 40 Euro reduziert. Es gab zu dem Zeitpunkt auch bei Teddy Faultiere für 20 Euro, glaube ich, oder 24 Euro. Meine Eltern waren auch da, die haben sich das angeschaut und ich habe gesagt, wenn es genauso ist, wenn es so ist wie dieses hier, dann hol's halt, dann gebe ich das zurück. Aber sie fand, es war schon weich und Fell war schön, aber dieses hier hat einfach das schönere Gesicht. Das hat so ein knuffiges Schnäuzchen. Ich fand das Fräschen einfach total süß. Ein total süßes Gesicht, finde ich. Ne? Also total goldig. Und das bei Teddy hatte nicht so ein hübsches Gesicht, finde ich. Es war auch okay, aber das ist definitiv süßer. Und ja, dann ist es das hier geworden. Genau. Das war das. Und dann habe ich für Hannah noch Puzzle bestellt. Die habe ich aber schon eingepackt neulich. Die kann ich euch jetzt nicht mehr zeigen. Ich habe allerdings Bilder davon, Screenshots gemacht. Dann kann ich sie euch ganz kurz zeigen. Augenblick. Und zwar habe ich einmal das hier bestellt. Das ist dieses hier. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Das hat sie sich gewünscht. Das fand sie total toll. Es ist zwar ein etwas gröberes Motiv, nicht so viele Kleinigkeiten, aber hat trotzdem 200 Teile. Und deswegen habe ich das jetzt mal mitgenommen, weil ich für Hannah nur noch Puzzle 200 Teile aufwärts kaufe, weil andere macht sie nicht. Also sie macht sie schon, aber sie braucht das nicht mehr. Also sie könnte sie auch ganz alleine machen, aber das ist eher bei uns so ein Ding, was wir zusammen machen. Wir machen den Rand zusammen, wir machen so Teile des Puzzles zusammen. Sie snackt meist noch was, trinkt was. Dabei hören wir dann Musik, Schule der magischen Tiere oder Enumine oder Komet, je nachdem. Und ja, mittlerweile sagt sie mir aber bei zwei Drittel dann auch irgendwann, Mama, ich mache alleine fertig. Ich weiß, sie könnte es auch ganz alleine machen, aber das ist tatsächlich eher was, was wir uns immer so zusammen machen. Dann habe ich dieses hier bestellt. Das fand sie interessant. Ich weiß nicht, wie das jetzt wirklich kommt. Und es wird bestimmt auch schwierig. Aber ich habe es jetzt einfach bestellt, weil es im Angebot war. Und ich fand es halt cool. Weil ich war ja in Geografie immer grottenschlecht, sage ich ja ganz ehrlich. Und deswegen finde ich sowas eigentlich ganz cool. Und es ist natürlich schwierig. Das wird bestimmt nicht leicht. Aber ja, ich bin mal gespannt. Das Schlumpfpuzzle hat ihr auch noch gut gefallen. Da muss ich demnächst auch noch mal gucken. Vielleicht hole ich das für Weihnachten. Und dann habe ich noch eins bestellt. Das hat 300 Teile. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen mehr. Aber ich denke, zusammen kriegen wir das hin. Und das wollte ich schon länger haben. Und das war jetzt auch im Angebot. Und ich fand das halt super schön. Das hat mir super gut gefallen. Und zwar war das hier so ein Eiswinterwelten, Eiswunderland, irgendwas. Und ich fand das Puzzle super schön, schon immer. Da ist auch alles drauf, was den Kindern gefällt. So Kleinigkeiten und Eis und die Ballerina und die kleinen Weihnachtsdetails. Fand ich total schön. Hat halt 300 Teile. Letztes Jahr war mir das halt dann doch noch zu groß. Aber ich denke, dieses Jahr geht das. Genau. Dann wollte ich euch etwas zeigen. Da bin ich jetzt selber super duper gespannt. Und zwar haben wir einen Staubsauger bestellt. Ja. Wir haben ja den Dyson. Ich weiß gar nicht, welcher das ist. V8? War das der V8? Ich habe keine Ahnung. Aber noch der ohne Licht und alles. Also immer noch der, den ich mir damals gekauft habe auf jeden Fall. Wir haben zwischendurch mal die Filter getauscht. Das ist dann irgendwann nötig. Ansonsten läuft der aber noch einwandfrei. Wir sind mit dem auch super zufrieden. Aber ich wollte mal einen zweiten Staubsauger gerne haben. Es ist halt einfach so. Der Dyson läuft auf Höchstleistung. Jetzt natürlich auch nicht so lange, wie die eigentliche Akkulaufzeit ist. Wenn man den auf Höchstleistung fahren lässt, ist es kürzer. Und das wird manchmal, wenn ich eine richtig dolle Saugaktion auch auf den Teppichen mache, ein bisschen knapp. Aber vor allem geht es darum, dass ich in Zukunft auf dem Dachboden oben auch einen Staubsauger haben möchte. Deswegen habe ich jetzt geguckt. Außerdem ist bei unserem Dyson nur eine Bürste kaputt gegangen. So die Bürste, die wir hier immer so zum allgemeinen Saugen benutzen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das die Teppichbürste war. Nee, das war die normale Bürste. Und das ist so die, mit der ich eigentlich alles gemacht habe. Meine Lieblingssaugbürste, mit der es auch am besten funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ist uns kaputt gegangen und wir hatten da mal eine Ersatzbürste gekauft von irgendeiner Ersatzmarke. Die hat es aber einfach nicht so gebracht. Das war absolut nicht dasselbe. Und jetzt haben wir die von der Schwiegermutter, weil die nicht immer braucht. Also die braucht die eigentlich fast nie und deswegen haben wir die jetzt. Aber
ich bin halt am Gucken nach Staubsaugern, auch als Ersatz für den Dyson. Ne? Weil wenn mal was kaputt geht, die Ersatzteile sind dann einfach super teuer. Und es gibt mittlerweile halt auch so gute andere Produkte, dass ich nicht weiß, ob ich nochmal einen Dyson kaufen würde. Wir haben das auch damals mit dem Ventilator von Dyson ausprobiert. Wir hatten den da, ist aber schon Jahre her, in der alten Wohnung. Und haben den tatsächlich zurückgeschickt, weil wir gesagt haben, nee, irgendwie, er ist okay, er ist gut, aber nicht so viel besser als andere, dass wir sagen, der rechtfertigt die 400 Euro oder 500 Euro, die der gekostet hat. Na, und deswegen habe ich jetzt mal nach einem Staubsauger geschaut. Und da wurde mir einer angezeigt von Greennode auf Amazon. Der hat auch, ich weiß gar nicht, ich gucke gerade mal. Ich will nichts Falsches sagen. Ja, über 8000 Bewertungen und auch 4,5 Sterne. Auch kabellos. Der sieht so aus. Also, ich zeige ihn euch jetzt einfach mal hier. So schaut er aus. Hat auch alle Bürsten dabei, wie ihr seht. Die Teppichbürsten, die schlanken Bürsten fürs Auto. Also es ist alles dabei für Polster, in die Polster rein, alles da. Ja. Was seine technischen Details betrifft, muss ich aber tatsächlich lesen. Sowas habe ich nie auswendig im Kopf. Warum auch? Auf jeden Fall starke Saugleistung, 6 in 1. 200 Watt, 35 Minuten Laufzeit und auch eben empfohlen für Tierbesitzer. Sehr gut bei Tierhaaren, für Teppich, für Parkett, für Polster, eben auch die verschiedenen Aufsätze und halt auch so eine LED-Bürste, also eine mit Licht. Die neuen von Dyson haben das auch. Ich wusste nie, ob das nötig ist oder nicht, aber wenn ich jemanden frage, der es hat, ist er davon eigentlich begeistert. Deswegen, ich bin mal super gespannt. Was den Akku betrifft, könnte ich mir vorstellen, dass der auch nicht immer eine halbe Stunde läuft. Das kommt wahrscheinlich ein bisschen darauf an, auf welcher Stufe man den fährt. Aber das ist bei den teuren ja genauso. Das ist immer so die beste Variante auf niedriger Stufe. Aber wenn man auf höherer Stufe fährt, kann das natürlich durchaus mal niedriger werden. Das weiß ich. Ja, auf jeden Fall Greennode. Ich bin mal super gespannt. Ich habe das Paket nämlich jetzt schon länger hier stehen. Und tatsächlich noch nicht reingeguckt, weil ich das mit euch zusammen anschauen wollte. Weil neulich habt ihr mir gesagt, ihr guckt gerne mal Unpackings. Ich sollte es öfter wieder machen. Ja, genau. Okay, also dann stelle ich euch mal hin, dann gucken wir mal. Das ist ja der Staubsauger. Ich würde sagen, ich hole den jetzt mal hier raus und dann gucken wir mal. Wie der gefällt. Hier ist der Klebepapa. Den mache ich jetzt mal ab. Es wäre natürlich auch gut. Aber Moment, wartet mal. Ich habe hier nämlich gerade zufällig einen Stielkamm, als Annabelle mich neulich frisiert hat. Dann mache ich das mal auf. So. Und dann gucken wir mal. Aha. So, hier ist die Bedienungsanleitung, die werde ich definitiv brauchen. Und hier ist unser Staubsauger. Den muss ich jetzt erstmal noch zusammenbauen. Ach du meine Güte. So. Na, haben wir alles schön verpackt, alles sicher verpackt. Kann nichts kaputt gehen, das ist schon mal gut. Und dann werde ich den jetzt erst einmal zusammensetzen. Hier sind die ganzen... Ach Gott, ist das der Filter? Der ist ja niedlich. Bei unserem Staubsauger ist der doppelt oder dreimal so groß. Ja, fast dreimal so groß. Der ist ja süß. Okay, schauen wir mal. Ich würde sagen, ihr Lieben, ich setze den mal zusammen und dann zeige ich ihn euch. Hm, schönes Blau. Okay, da haben wir das. Lässt sich natürlich auch größer und kleiner machen, ist ja klar. Hier hinten gibt es einen Knopf. Na, dann kann man natürlich den ganzen Stiel auch schön verlängern und schön wieder zusammenkürzen. So, er hat sogar eine gewisse Ladung, das ist gut. Muss ich denn vorher da noch irgendwas einsetzen? Wartet mal ganz kurz, den Filter wahrscheinlich. Oder ist da schon einer drin? Moment. Und hier oben könnt ihr eben die Saugleistung einstellen. Stärker oder schwächer. So, ihr Lieben, ich habe ihn zusammengebaut. Schauen wir mal, wie er aussieht.
Ah, schaut mal, das ist die LED-Funktion. Also ihr Lieben, so sieht er aus. Ich muss sagen, der erste Eindruck ist auf jeden Fall gut. Er ist auch nicht so laut, das finde ich auch gut. Und aufgeladen, das muss ich jetzt zuerst machen, wird er hier. Hier hinten ist der Anschluss. Und da kommt einfach der Stecker rein und dann ab in die Steckdose. Der hat jetzt keine Ladestation dabei, so wie unser anderer Staubsauger. Aber das finde ich eigentlich gar nicht schlecht, weil ich will den ja für den Dachboden auch haben. Und ich bin froh, wenn ich im Dachboden jetzt nicht irgendwo eine Ladestation anbringen muss, sondern wenn ich dann einfach nur Stecker rein und aufladen. Das finde ich da oben eigentlich super, super praktisch und deswegen ist es gut, weil für unseren musste ich ja irgendwo die Ladestation an die Wand bohren und das habe ich jetzt da in der Abstellkammer, aber jetzt im ersten Stock oben oder auch im Dachboden möchte ich das eigentlich nicht. Ihn irgendwo hinstellen ist nicht das Thema, aber ihn jetzt irgendwo an die Wand zu hängen, wüsste ich jetzt nicht, wo außerhalb der Abstellkammer ich das noch machen wollte. Genau, ich werde den jetzt mal aufladen und dann probieren wir den mal aus. Ich hänge den jetzt mal an den Strom, dann erzähle ich euch noch kurz was dazu. Da gucke ich mal auf Amazon nochmal in die Beschreibung und erzähle euch ein bisschen was dazu, weil sowas kann ich mir auswendig einfach nie merken. Ja, und dann werde ich den mal ausprobieren, ob er gut ist. Ich bin super gespannt. Ich habe ihn jetzt erstmal an den Strom gehängt, dass er auflädt und dann probieren wir den gleich mal aus. Ich bin echt gespannt, was der für eine Power hat. Jetzt gucken wir nochmal auf die Details, weil ich mir auch nicht mehr so sicher war. Er hat auf jeden Fall 35 Minuten Akkulaufzeit, Teppich, Parkett, alle möglichen Hartböden, geeignet für Krümel, Katzenstreu, Tierhaare, Körner, alles kein Problem. Er hat wie gesagt keine Ladestation in dem Sinne und kann überall gut geladen werden. Einfach Kabel dran wie ein Handy und fertig. Das finde ich persönlich gut. Wenn man den irgendwo befestigen will, kann man das ja separat machen. Aber ich finde es halt gut, dass man das nicht von Hause aus tun muss. Weil man muss auch erstmal gucken, wo man so eine Ladestation anbringt. Ne? Ja, er hat wie gesagt diese LED-Bodenbürste. Die ist auch sehr leise, muss ich sagen. Also ich bin mal gespannt, was der für eine Power hat. Weil ich bin es halt so gewohnt, dass ein Staubsauger, der richtig Power hat, auch extrem laut ist. Und der ist nicht so laut. Natürlich hört man ihn, aber er ist nicht sehr laut. Und deswegen bin ich echt gespannt, was der gleich Gas gibt auf unseren Teppichen. Gerade oben bei den Hochflorteppichen. Das ist so eine Hartprobe. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Und ich bin auch mal gespannt, wie ich mit der LED-Bürste so zurechtkomme. Weil die Leute sind ja davon eigentlich immer sehr begeistert, weil man dadurch halt den Müll, wollte ich sagen. Nein. Krümel oder Staubflocken in den Ecken auch mal sieht, wenn man so drüber geht und eigentlich denkt, da ist nichts. Und dann auf einmal kommt der Lichtstrahl und man sieht, oh, 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 da muss ich doch nochmal entlang. Bin ich gespannt. Fand ich eigentlich immer recht cool. Aber naja, ich habe natürlich keinen Grund gehabt, unseren Staubsauger zu entsorgen, nur weil ich eine LED-Bürste haben wollte. Und unserer funktioniert ja noch einwandfrei. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Ja, wie gesagt, Akkulaufzeit waren 35 Minuten. Natürlich kommt es da dann drauf an, die stärkere oder die schwächere Stufe. Ich persönlich nutze immer die stärkste Stufe und daher ist die Akkulaufzeit bei mir ein bisschen kürzer, aber ich finde es absolut ausreichend. Und der hat halt, das finde ich halt auch gut, so eine, das heißt fünfstufige Zyklonfilterung. Das heißt, dass der über 99% der ganzen Hausstaubmilben, Schuppen, Krümelchen, Staubflöckchen, Pollen und alles andere eben durch den Filter zieht und reine Luft abgibt. Also dass es nicht so ist, wie es früher immer so war, dass die Staubsauger im Prinzip die Luft da, den Dreck da einsaugen und da hinten wieder rausschicken. Also so ist es nicht. Der hat eine sehr gute Filterung und damit bleibt der Dreck auch drin im Staubsauger. Ja, dann würde ich sagen, ich lasse den jetzt kurz laden und dann probieren wir ihn mal aus. Bin echt gespannt, auch ob wir ihn dann behalten. Aber wenn er was taugt, werden wir ihn auf jeden Fall behalten. Dann habe ich endlich oben im Dachboden auch mal einen Staubsauger. Hier seht ihr ihn übrigens. Er wird gerade aufgeladen. Er hatte ja vorhin nur einen Streifen und jetzt lädt gerade der zweite. Und wenn er ganz aufgeladen ist, dann werde ich ihn mal ausprobieren. Ist auch schön, dass der einem halt die Akkuleistung anzeigt. Das finde ich auch schön, weil mein alter Staubsauger hat das halt nicht. Da weiß ich nie, wie der aktuelle Stand ist. Und der zeigt einem das. Das finde ich gut. Da weißt du wenigstens, oh, gleich ist Fini. So, der Staubsauger hat jetzt fertig geladen. Und was der übrigens auch kann, ich glaube, das habe ich euch noch gar nicht gesagt, der kann alleine stehen. Und das finde ich schon mal cool, weil das kann unserer nämlich nicht. Ja, und der kann das. Das finde ich mega. Der ist jetzt also aufgeladen und ich werde jetzt mal den Teppich hier absaugen. Einfach mal, um zu gucken, was dabei rauskommt und wie laut das Ganze jetzt wird.
Schaut mal bitte, was da rausgekommen ist. Nur aus dem weißen Teppich hier. Und ich saug den alle 2 Tage. Und ich habe auch, gut, jetzt waren es vielleicht sogar 3 Tage her, aber länger definitiv nicht, weil ich saug hier wirklich regelmäßig. Und ich habe ja neulich auch erst eine Reinigung mit dem Bissel gemacht, mit dem Teppichreiniger. Also hier wird echt geputzt. Es ist nicht so, dass die Teppiche jetzt seit Jahr und Tag vernachlässigt sind. Und schaut mal bitte, was der da rausgeholt hat. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil so von der Lautstärke her habe ich jetzt echt gedacht, na, ob das was wird, weil der war extrem leise. Ich will jetzt nicht sagen, dass man ihn nicht gehört hat, aber er war jetzt echt nicht so, dass ich gedacht hätte, boah, der saugt ja richtig stark. Ne, kam einem gar nicht so vor, aber er hat schon ordentlich Furchen in den Teppich gemacht und ihr seht ja, was der da rausgeholt hat. Also ich würde sagen, top, der hat seinen Test auf jeden Fall erstmal bestanden. Den behalten wir. Und wenn ihr euch für den interessiert, schaut gerne mal in die Infobox. Ich verlinke euch alles. Den Code, den ich da hatte, schreibe ich euch auch dazu. Guckt ihn euch gerne mal an. Also, ja, also ich denke, für uns erfüllt er auf jeden Fall seinen Zweck. Wie lange die Akkulaufzeit ist, werden wir jetzt noch sehen. Aber erstmal alles gut. Und wenn man ihn anmacht, dann zeigt er einem ja auch den Akkustand. Ne, wenn man hier anschaltet, dann zeigt er einem hier an, was er noch an Akku hat. Im Moment. Und ich habe jetzt schon ein paar Minuten gesaugt, ist er auf jeden Fall noch auf 3 Strichen. Super. Und ich habe auch die höhere Stufe genommen. Ja, dann schaltet man ihn einfach wieder aus. Und man muss ihn auch nicht die ganze Zeit gedrückt halten, das ist auch cool. Ja, also ich würde sagen, erstmal hat er auf jeden Fall seinen Test bestanden. Und ich werde ihn auf jeden Fall behalten. Er gefällt mir auch, ich finde ihn gut. Er wiegt auch nicht so viel. Also er hat natürlich ein gewisses Gewicht, aber ist jetzt auch nicht mega super schwer. Ja. Und zu reinigen ist er eigentlich genau wie jeder andere Handstaubsauger auch. Also das ist ziemlich einfach. Man klippt einfach ab, dreht auf, nimmt das raus, leert es aus, fertig. Das ist super einfach. Und da drin ist der Filter. Da ist ja auch ein Ersatzfilter dabei gewesen. Ja, also ich denke, ich kann zufrieden sein. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter saugen, aber das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Seht ihr? Schaut euch das an. Man meint, er würde gar nicht richtig ansaugen, weil er so leise ist und es fühlt sich auch gar nicht so an. Aber ihr seht ja, was der für Furchen in den Teppich macht. Der saugt schon ordentlich. Aber er klingt halt nicht so interessant. Jetzt probiere ich es mal kurz noch hier. Na, es geht auf jeden Fall ein bisschen besser als beim Dyson, muss ich sogar sagen, weil der Dyson zieht immer den ganzen Teppich hoch. Das geht. Aber ich merke es, der zieht auch. Also der macht schon was, auch wenn er nicht so klingt. Und er fühlt sich halt auch nicht so an, weil er unheimlich leichtgängig ist, weil er nicht sich so anfühlt, als ob er am Teppich klebt. Aber man merkt, dass er was tut. Also das ist schon cool. Ich meine, guckt es euch an, man sieht's. Und das Schöne ist, dass ich den jetzt auch nur ganz leicht schiebe. Ich mache da gerade gar nichts großartig. Also nicht mit Kraft oder so. Also schon. Oh, der gefällt mir. Sehr leichtgängig. Und doch sieht er ja, wie der Teppich aussieht hier. Wow. Ganz schön durchgepflügt. Und da wird es immer schlimmer. Guckt euch das an. Wow. Das ist echt viel, Leute. Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das ist richtig viel, was der da rausholt. Wow. So, wir probieren das Ganze jetzt nochmal im Stuhl aus. Der sieht nämlich gerade eh übel aus. Wie ihr seht, Hannah hat Kekse geknabbert. Und ich nehme jetzt mal den Aufsatz und probiere das aus. Und ja, ich verlinke euch auf jeden Fall alles in die Infobox. Ich setze euch den Link vom Staubsauger rein, wenn ihr Interesse habt. Und bald ist hier auch wieder Black Friday und die Black Week. Und ich denke, da gibt es auch wieder gute Angebote. Na, da wird bestimmt wieder einiges los sein. Also bei Interesse könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen. Also bisher bin ich mit dem echt sehr, sehr zufrieden. Aber jetzt schauen wir mal, wie er sich hier am Polster macht. Ich würde sagen, das sieht gut aus. Ist wirklich schön sauber geworden. Und für mich ist der Aufsatz auch super, weil ich eben überall hier diese Vertiefungen habe. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, Hannah hat hier irgendwas
hingeschmiert. Da muss ich mal gucken. Aber ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Staubsauger. Super. Behalten wir auf alle Fälle. Ja, ihr Lieben, der Staubsauger funktioniert auf jeden Fall einwandfrei. Und ich freue mich, dass wir jetzt endlich mal einen zweiten Staubsauger oben im Dachboden haben. Yay. Der wird auf jeden Fall behalten. Der lag jetzt ungefähr bei 100 Euro. 103 waren es, glaube ich. Genau. Und dann kann ich jetzt endlich dieses Paket hier wegstellen. Dann wollte ich euch noch einen DM-Haul zeigen. Ich habe nämlich online bei DM bestellt.